Hallo und ein wunderherzliches Willkommen allen Naval Action Fans. Willkommen zu einem neuen Video. Worum geht es heute? Heute habe ich gesehen, dass es wieder irgendwelche Serverprobleme gab und der Ink, einer von den Devs oder Admins, was auch immer, hat entschieden, dass es eine Entschädigung gibt und zwar eine goldene Endymion und eine goldene Logion. Das gab es schon mal vor einigen Monaten. Und zu diesem Zweck möchte ich einmal zeigen, wo holt man sich diese Entschädigung ab? Man hat noch 3 Tage Zeit, also wenn dieses Video online geht, 3 Tage bis zum 26., bis zum Server Maintenance da und dann geht das nicht mehr. Und bei der Gelegenheit zeige ich euch gleich noch die DLC-Schiffe. Denn das letzte Video war ja das zum großen Update. Das Update ist immer noch da, es hat sich ein klein wenig was verändert, aber ganz grundsätzlich bleibt DLC-Schiffe haben immer noch einen Vorteil, deswegen würde ich einfach gerne alle mal durchgehen, um euch zu sagen und zu zeigen, welches DLC lohnt sich denn und welches nicht. Fangen wir einmal an, hier oben rechts. Wir wollen auf Zusatzelemente. Hotkey R, deine Belohnung. Gut, das war T. Deine Belohnung und Geschenke. So, ich habe hier die Admiralitätsverbindung, die Navy-Verbindung und das Requin-DLC. Alle anderen habe ich nicht. Wir wollen jetzt einmal auf Geschenke, Belohnung, Entschädigung, Erfahrung, Zugewinne. Und aktuell sind unsere tollen Geschenke hier bei Geschenke und Belohnung. Wir nehmen die jetzt. Und was wollen wir denn haben? Und wir wollen eine Tanky Locust. White Oak ist, glaube ich, gerade noch ganz gut. Und die Endymion. Die wollen wir mal schnell haben. Die machen wir aus Bermuda S, Bermuda S. So, und jetzt gucken wir uns die mal an. Es ist klar, was wir geworden sind. Das ist hier einmal tanky, super geil, also relativ geil. Komplette Portboni, very sturdy. Also eigentlich ein super, super geiles Schiff. Das findest du in der freien Wildbahn nicht. Das sind immer diese DLC-Schiffe. Noch geiler ist es natürlich aus Werwood. Das ist immer noch ein bisschen besser, aber 5 Upgrade-Slots, Assault, volle Powerboni, also vor allem in der aktuellen Meta, beziehungsweise so langsam ändert sich das ja wieder, dass es wieder Schiffe gibt, aber aktuell immer noch insane starke Schiffe. Endymion das gleiche, hier eben very fast und wir haben jetzt Bermuda S, kommen damit auf 15 Knoten, ohne alles, ohne Bücher, ohne gar nichts, das kann sein. Das ist wirklich schnell. Also das ist wirklich unangenehm schnell. Holt ihr euch auf jeden Fall ab. Ihr habt 2 super starke Schiffe damit. Entweder könnt ihr die verkaufen, früher oder später. Die bringen halt auch gut Schotter. Die kann man für mehrere Millionen verkaufen. Wir können ja gleich mal in Lator 2 gemeinsam gucken, was die so wert sind. Und wenn nicht, kann man sie auch mal spielen. So ein geiles Schiff und so ein geiles Schiff. Also für Portboni oder für Portbattle. Super geil, richtig stark. Eigentlich für alles. Ihr habt einfach 2 super, super geile Schiffe. Wenn ihr euch traut, könnt ihr mal zum Level rausfahren. Ich kenne auch viele Leute, die fahren mit diesen Schiffen gar nicht raus. Die lassen sie nur stehen. Ich habe hier. Nee, die habe ich hier nicht stehen. Ja, nee, also ich bin mit meinen Schiffen vom letzten Mal tatsächlich auch gar nicht rausgefahren. Die habe ich auch einfach nur stehen lassen. So, machen wir aber weiter. Wir wollen uns jetzt noch um die DLCs kümmern. Was machen die Admiralitätsverbindungen? Mehr Docks, mehr Baugenehmigungen und ein paar mehr Lagerplätze im Hafen mit dem Outpost. Finde ich sinnvoll. Finde ich relativ sinnvoll, wenn man viel und aktiv spielt, sind 10 mehr Docks super angenehm. Ich habe hier jetzt 35 Docks und ich glaube, ohne Admiralitäts- und Navy-Verbindung hat man nur 20. Hier bei der Navy-Verbindung gibt es nämlich nochmal 5 zusätzliche Docks. Nochmal mehr Baugenehmigungen. Das heißt, wenn man das bauen will, gut, abgesehen davon, wenn man 15 Sachen gebaut hat, also so viele Arbeitsstunden hat man auch gar nicht. Zusätzliche Verbräge und so weiter und so fort. Upgrade-Brustschlitz, das ist hier vorne diese Upgrade-Tour, da hat man dann mehr Platz. Zusätzliche Lagerplätze, das ist hier das hier, wie man sieht. Also bei mir ist es alles voll, ich komme auf 88 mit den Verbindungen, sonst ist das natürlich auch weniger. Was haben wir hier noch? Zusätzliche Baugenehmigung, genau, dann könnte ich hier 15 Gebäude bauen, sonst kann man nur 5 Gebäude bauen. Wenn man jetzt alleine Schiff bauen will, ist das eigentlich auch unabdingbar. Zusätzliche Abschleppgenehmigung, ich kann jeden Tag 4 Schiffe durch die Gegend schleppen. Das ist, wenn man aktiv spielt, eigentlich auch unabdingbar mit einem Schiff. Ein Schiff ist schon ganz schön wenig.
Fünf zusätzliche Verträge. Das ist im Shop hier. Deine Verträge. Ich kann 15 machen insgesamt und habe gerade 13 drin. Also wenn man aktiv spielt, ist das super angenehm. Dann die Requint, die habe ich mir irgendwann mal gekauft für die Port Battle. Da ist sie super wichtig. Das ist ein Rang 6 Schiff. Früher hatte die 250 Crew, jetzt müsste sie noch 230 graben. Ich habe hier irgendwo bestimmt eine stehen. Können wir uns einmal reinschauen. Das andere ist, du kannst Gegenwind mit der Requint super schnell fahren. Das heißt, um Punkte einzunehmen im Port Battle, Requint unabdingbar. Wenn man die gut fahren kann, kann man mit der Requint so viel machen. Ist anders zu fahren wie die anderen Schiffe, muss man sich jetzt mal reindenken. Aber wenn man die Requint gut fahren kann, wow, super geiles Schiff, super stark. Vor allem für die 900er Port Battles unabdingbar. Auch für die anderen hast eigentlich überall eine Requint drin. Fälscher DLC. Damit kann man die Nation wechseln. Gut, wer es braucht. Ich bleibe bei den Preußen. Fälscher Namen ändern. Man kann seinen Ingame-Namen damit wohl ändern. Gehe ich mal von aus. Aber das habe ich auch noch nie benutzt. Da kenne ich auch gar keinen, der das mal benutzt hat. Herkules, Rang 5 Schiff. Braucht man jetzt nicht unbedingt. Für die Patrouillezone bei Shroud Cay. Mal ganz nett. Aber finde ich jetzt nicht so wichtig, dafür reicht auch die Requin. Ist aber übrigens, Herkules ist auch ein Flachwasserschiff. Nationalflaggen, man hat ein paar mehr Flaggen, ganz cool, wenn man es braucht, finde ich jetzt nicht so wichtig. Maler, damit kann man die Farbe des Schiffs ändern, ist zum Beispiel ganz praktisch, wenn man eine Home Defense Fleet fährt mit anderen Leuten, dann kann man die eigenen First Rates, wenn man seine ja anmalen kann, von den NPC First Rates ein bisschen unterscheiden. Ganz praktisch. Also hat keinen Spielvorteil, ist auch nur Optik. La Hermione sehe ich nie. Glaube, also kenne ich nicht. Ist ein Tiefwasserschiff, ist glaube ich nicht so dolle. Rathvisan, in der aktuellen Meta ein super, super starkes Tier 4 Schiff. Ganz viel gerade in Port-Battlen zu sehen. Der Tanky kann man drüber nachdenken. Also wenn man mal Geld ausgeben will, da wäre es, denke ich, ganz gut investiert. Pandora, weiß ich nicht. Jeder Rang 5 ist ähnlich wie die La Hermione. Glaube ich, braucht man jetzt nicht unbedingt. Ist auch Tiefwasserschiff. Also ja, mal ganz nett, aber wenn man jetzt Rang 5 fahren will, ganz am Anfang braucht man eigentlich keine DLCs, da, wie man schnell levelt. Ich glaube, da habe ich noch kein Video zu gemacht, da kommt vielleicht nochmal was. Nee, braucht man eigentlich nicht. Leopard kann mal ganz nett sein, aber aktuell ist die Rathvisan da die bessere Alternative. Redoutable, super geil, super stark. Super geiles Tier 3 Schiff. Kann man ganz viel mitmachen. Vielseitig einsetzbar, wenn man mal Geld ausgeben will. Ich denke mal, die Redoutable wäre so mit das Erste, was ich mir kaufen würde. Wenn ich mal so richtig investieren würde. Super geiles Ding. Victory. Na gut, du hast ein Tier 1 Schiff. Natürlich auch sehr praktisch. Wenn man mal richtig Geld investieren will. Und vor allem für die Tombado-Patrouillezone, vor allem für die großen Patrouillezonen, kannst mit der DLC Victory fahren, große Port-Battles kannst mit der DLC Victory reinfahren. Vor allem, wenn man irgendwie eine Nation hat, wo man gerade keine Schiffe bauen kann und immer Probleme mit den Häfen hat, also zum Beispiel bei den Preußen, ist eine Victory schon sehr praktisch. Ist halt nochmal stärker als die Redoutable. Die DLC Victory wird auch nicht so oft leckgeschossen. Hat seine Vorteile, aber ein richtiges gebautes First-Rate-Schiff ist natürlich immer noch deutlich stärker und ist relativ teuer. Aber Redoutable Victory, da ist wieder der nächste Vorteil. Wenn man dann ein schlechtes Schiff hat, was man abwrackt und ein bisschen Glück hat und das S-Holz rausbekommt, hat man gleich noch S-Holz, um Schiffe zu bauen. Die kleinen Schiffe bringen natürlich nicht so viel, so ab Tier 3, also Redio, Vicky und Santa, Anna, die bringen natürlich auch richtig ordentlich S-Hölzer. Da haben wir noch die Trinko, die gab es früher mal umsonst, die will ich mir auf keinen Fall kaufen. Wenn man wirklich mal eine Trinko fahren will, also die kann man sich halt auch ganz locker mal so holen in La Tortue oder in Tombado. Da gibt es eigentlich irgendwie immer recht günstige Trinkos für 100k oder so. Halt keine guten, aber du hast super billig einfach irgendwo eine Trinko.
weil halt ganz viele Leute dieses DLC schon haben, von früher noch, weil man das einzige DLC ist, verkaufen kannst. Ja, oder man kann es auch kaufen, um dann das wieder zu verkaufen. Weiß ich nicht. Also ich würde es mir nicht kaufen, wenn ich mal eine fahren will, dann kann ich mir eine holen. Travel Balloon. Super useless. War früher mal richtig geil. Vor allem, also da hat es 10 Platz, um wertvolle Sachen durch die Gegend zu transportieren. Aber jetzt, da halt alles so viel mehr wiegt, ist der Balloon richtig, richtig sinnlos geworden. Wenn man mal wirklich ganz viel Angst hat und ganz sicher ganz kleine Mengen transportieren will, dann kann man sich den mal kaufen. Aber der lohnt sich auch eigentlich nur noch für Bücher und sonstiges. Alles andere kriegst du da nicht mehr rein. So ein Juwel oder so, der früher 0,01 Kilo gewogen hat, wiegt er jetzt 15. Die kriegst du da alle nicht mehr rein. Du kannst damit. Eigentlich ist der super sinnlos geworden. Kannst da ein bisschen scouten, ohne dass du angegriffen wirst. Das kannst du auch mit Basic Cutter machen. Ah, Travel Balloon. Finde ich useless. Santa Ana. Ist eigentlich so ein Abklatsch von der Christian. Ist so eine Mischung aus Redo und Victory. Die haben sie jetzt irgendwann mal ziemlich hart genervt. Am Anfang war die richtig OP. Wenn man die jetzt gut fahren kann, ist sie immer noch stark. Aber ich würde für Port Battles würde ich halt gleich zur Victory greifen. Und wenn ich so einen Allrounder habe, würde ich mir eher die Redo kaufen. Also die Santa Ana wäre eher so die dritte Alternative, wenn man wirklich viel Geld übrig hat. Ich persönlich würde dann so als zweites großes Schiff einfach zur Redo greifen. Toller Allrounder. So, ich habe jetzt ein Foto von den Steam-Inhalten eingeblendet. Da sieht man, was ich so habe und was das so kostet. Also alle DLCs zusammen für 400 Euro und ich glaube, das sind schon die, die ich habe abgezogen. Ist natürlich ganz schön happig. Es gibt aber dann mal so Angebote, 10%, 15% runter. Wenn DLCs kaufen, würde ich das dann machen. So eine Victory für 50 Euro. Also wenn man das Spiel wirklich liebt, so viel ist es mir aktuell nicht wert. Ich hadere, also ich habe mal mit der Redoutable gehadert. Das ist so das Einzige, als sie mal im Angebot war. Aber sonst, ja, also die Requin, die ist nicht so teuer für 12,50. Es tut natürlich ein bisschen weh in der Geldbörse. Aber das war es mir wert. Und auch Navy Connections, Admiral Connections habe ich auch im Angebot gekauft. Fand ich sinnvoll, da ich aktiv gespielt habe und mir alles selber bauen konnte. Mittlerweile, ja, wenn man das Spiel wirklich liebt, kann man das schon mal nochmal machen. Und wenn man in einer Nation spielt, in der man irgendwie sichere Häfen hat, so halbwegs sichere Häfen, dann kann man das auch mal machen. Aber vor allem für Nationen, die keine ganz sicheren Häfen haben, also zum Beispiel die Briten, die haben ja hier ihre Kingston Port Royal und die Jamaika-Insel darum herum, die kann ja keiner angreifen. Die kann einem keiner wegnehmen. Und da kann man im Notfall immer was bauen und sich da so ein bisschen drum aufbauen und da halt, also jetzt als Brite, und sich da seine Schiffe craften. Die Spanier und die Piraten und so, die haben das ja auch. Aber die Preußen, die Russen, die Chinesen, die Polen, die haben das ja alles nicht. Die haben keine sicheren Häfen und awesome. Das ist halt. Da ist das alles so ein bisschen schwierig. Da weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Denn wenn man sich einmal Hafen und die ganze Infrastruktur aufgebaut hat, tut das natürlich immer sehr weh, wenn man das verliert. Das wirft dann halt auch teilweise Wochen oder Monate zurück. Deswegen, wenn ihr viel Zeit in das Spiel reinstecken wollt, euch das aktuell echt noch super viel Spaß macht und ihr Geld investieren wollt, dann Navy Connections, Admiral Connection, Requin, Redu. So, und dann habt ihr schon mal ordentlich Geld ausgegeben und seid ganz gut aufgestellt. Ihr habt ein kleines Schiff, ihr habt ein großes Schiff. Und wenn man dann noch ganz viel Lust hat, kann man sich die anderen DLCs auch irgendwann nochmal kaufen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen oder Wünsche habt, haut's in die Kommentare. Ich mache gerne ein Video, wenn ihr euch was interessiert. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.